Hallo Freunde, und ich will euch da mal jetzt was erzählen. Ich habe einen netten Brief bekommen von Kabel Deutschland. Ich hätte da jetzt ja zu bezahlen, ne? Und ich habe gar keinen Fernseher, da ich der Meinung bin, dass Mainstream und Fernsehen die Leute dermaßen verblödet, ja? Ohne Witz, wir leben in einer Generation, die gucken nur noch Fernsehen. Die gehen Party machen, lassen sich ablenken, neue Gesetze werden durchgedrückt, die sie noch mehr kontrollieren in der Zwischenzeit. Also ich distanziere mich von der kompletten Partygesellschaft. Ja, ich muss nicht immer ihn auf gute Laune machen. Und ich sag mal, ja, ich werde denen, die mir diesen Brief geschickt haben, etwas scheißen, ja? Denn ich besitze weder Kabel noch einen Fernseher. Den Fernseher, den habe ich vor Jahren bei mir schon längst verbannt. Und deswegen können die mich mal am Arsch lecken, auf Deutsch gesagt. Und der erste von denen, der hier reinkommt, ja, werde ich nicht bezahle, dem ziehe ich hier in der Bude einen Scheitel, das ist mein Ernst, ja? Den können sie raustragen. Das ist wirklich mein Ernst. Ich sehe nicht ein, für was zu zahlen, dass die Menschheit verblödet, ja. Heute Abend ist ja auch, ja, da haben sie mich schon gefragt, guckst du nicht den Compris oder so? Ja, ich guck mir so eine Scheiße nicht an. Ja, weil für mich ist das gequälte Kacke. Ja, Verblödung der Menschheit. Und ja. Ich werde mich auch weigern, dies zu zahlen. Da können Sie sich auf den Kopf stellen, mit den Ohren wackeln. Ich werde, wenn es sein muss, bis in die höchste Instanz vor Gericht ziehen. Ich werde für nicht zahlen, dass ich nicht beziehe. Ja, alles andere ist für mich eine Mafia-ähnliche Methode. Ja, stell dir vor, du hast was nicht und jemand erzählt dir, du hast was und musst dann trotzdem eine Art Schutzgeld zahlen. Ja. Das sind Mafia-ähnliche Methoden und ich werde an diese Heinis nichts bezahlen. Denn meine Informationen, die beziehe ich aus dem Internet und da kann ich halt auswählen, was ich sehen will und das, was ich nicht sehen will, ja? Mich der sogenannten Verblödung entziehen. Fernsehen ist sowieso schädlich und macht Löcher in die Birne. Wer weiß, welche Signale die noch ausstrahlen, wenn ich jetzt fit wäre und würde da rausgehen, ne, und wird jetzt halt runter in die Großstadt gehen und wird mich da umsehen, da rennen lauter Mainstream-Zombies rum, ne? Ohne Witz, lauter Yuppies, Partygesellschaft, das ist überhaupt nicht mein Leben. Es ist auch gut, dass ich halt fern von der Stadt lebe. Ich lebe hier mitten auf dem Land, Aussiedlerhof, bei meinen Eltern im Haus. Habe ich eine große Wohnung. Da lebe ich. Und ja, ich habe den Fernseher verbannt. Total. Und ich lebe auch fernab der Zivilisation, weil im Prinzip brauche ich keine Menschen um mich herum, ja. Die machen mich nur nervös, weil mein Kopf ist den ganzen Tag nur am Rattern. Und ich weigere mich echt zu zahlen, ja. Und ich lasse mich von denen auch nicht unter Druck setzen. Sollten sie dies versuchen, haben die mit ganz schlimmen Konsequenzen zu rechnen. Ich werde für nichts zahlen, das ich nicht beziehe, ja. Die können sich ihr Kabel sonst wohin stecken. Das ist mir egal, bis es wieder aus dem Hals rauskommt. Ich werde nicht zahlen, ich werde mich weigern, weil alles andere sind Kartellmethoden, Mafia-Methoden und darauf lasse ich mich nicht ein. Und es ist sowieso klar, dass wir politisch manipuliert werden übers Fernsehen, ja. Es läuft überall noch, nur noch Manipulation, üble Propaganda und ich werde mich von diesem
dreckigen, ja, Manipulator, ich sag immer den Elektro-Josef Goebbels, ja, irgendwie nicht manipulieren lassen vom Fernsehen. Ich habe meine eigene Meinung. Ich habe mein eigenes Bild über die Menschheit. Und ich werde mir den Kopf nicht mit irgendwelcher Scheiße zuballern. Ich distanziere mich auch von den Menschen. Klar, ich rede mit den Leuten, ne? Ich schreibe mit ihnen oder so. Aber generell distanziere ich mich von den Menschen. Ja, weil meine Mutter sagt selbst schon, wenn man sich in der Stadt so umguckt, ne? Das ist ein Haufen manipulierter, hirnloser Zombies, ne? Die rennen da rum, die wissen gar nicht mal, was abgeht. Hauptsache sich ablenken lassen, und diese Vergnügungsgesellschaft, die können sich von mir aus in den Fingern Arsch stecken und Hubschrauber spielen. Ich gehöre da nicht dazu. Ich persönlich brauche auch niemanden in meinem Leben, sozusagen. Ich bin mit mir selbst vollkommen zufrieden. So sehe ich das. Ich bin sozusagen meine eigene Göttin. Ich bin auch nicht irgendwie in der Kirche drin, da ich auch nicht an Gott glaube, ja. Und der Fernseher, ja, ist nur am Lügen. Ich gucke mir ARD und ZDF an, da heißt es entweder, alle sind böse Nazis, ja, oder der böse Russe hat das und das wieder gemacht, meine Oma hat Fernseher. Wenn ich ab und zu bei meiner Oma bin, die hat ja immer das erste, zweite und dritte laufen. Ja, da geht das so ins eine Ohr rein, das andere Ohr raus, wenn ich da im Wohnzimmer sitze, ne? Und wenn ich mir das dann so ansehe in dieser Glotze, da denke ich immer, Mann, bin ich froh, dass ich keine Glotze habe, ne? Ja, da hörst du immer nur, ja, die Leute, die werden durchs Fernsehen wirklich belogen und übelst manipuliert. Ja, zum Beispiel Pegida, das sind böse Nazis, heißt es, ne? Ich meine, das sind Demonstranten, das sind Leute wie du und ich auch, ja. Und ich frag mich sowieso, zum Beispiel, während ihr gefeiert habt oder Glotze geguckt habt, haben die das Gesetz durchgedrückt, dass ihr eure freie Meinung nicht mehr könnt kundtun, ja. Die haben die Meinungsfreiheit beschnitten. Jetzt werde ich ja schon wieder heißer. Ja. Die haben eure Meinungsfreiheit total beschnitten, die haben euch in eurem Leben eingeschränkt. Und die meisten Menschen sagen, ja und Amen, das muss so sein, ja. Übers Fernsehen wird ziemlich viel mit Angst manipuliert, so dass die Menschen zu allem Ja und Amen sagen. Und ich halte diese Sender für ein riesengroßes Risiko. Deswegen, aus meiner Bude ist der Fernseher entfernt. Ich habe auch hier in der Bude keinen Kabelanschluss liegen. Meine Mutter hat auch keinen Kabelanschluss oben. Und ich sehe da nicht ein, dass ich da irgendwie zahle, ne? Ich habe nicht mal Satellitenempfang, gar nichts. Ich guck mir das einfach nicht an. Und will ich was wissen, dann hole ich mir ein Buch aus der Bibliothek und lies das. Ja, oder lass mir Bücher mitbringen oder bestell mir halt Bücher. Aber ich guck mir wirklich nicht diesen Scheiß an, der da Tag und Nacht den Leuten in die Birne reingedrückt wird, ne? Ja, heute Abend Compris machen sie wieder wie bekloppt, diese ganzen Mainstream-Affen, ja. Für mich gibt's auch keine Stars sozusagen, ne? Für mich sind das alles, ja, diese Mainstream-Leute Affen, ne? Also, es ist nicht meine Welt. Und der Mainstream ist sowieso nicht meine Welt. Ja, zum Beispiel, wir haben hier im Dorf in Wohnen, ein Stück weiter weg. Also, wenn ich jetzt runter ins Dorf jetzt gehen, der hat die dicksten Autos in der Garage. Er profiliert sich nur über sein Auto oder so, ne? Das ist ein Mainstream-Affe, ne? Also ein Luxus-Affe. Und solche Leute, die können mich am Arsch lecken, ey. Ja, die wissen gar nicht, wie blöd sie sind.
laufen immer auf der gleichen Wellenlänge. Hier durch den Feldweg bügeln, die Musik bis an Arsch aufgedreht in der Karre mitten in der Nacht. Ja, Fernsehzombies, bis hinten wieder. Und ich sag zum Fernseher definitiv nein. Für mich war's das mit der Klotze. Ich werde denen keinen Pfennig zahlen. Die sollen mich mal gepflegt dort lecken, wo die Sonne nicht hinscheint. Es ist meiner Meinung nach ein Verbrechen. Es ist Diebstahl, von jemandem Geld zu verlangen für das, was er nicht bezieht. Das ist ja schon, grenzt ja schon an Erpressung, ja? Und meiner Meinung nach ist es auch ein Diebstahl, ne? Also, dass ich hier was zahlen muss, das ich überhaupt nicht habe. Und ich sage da klipp und klar nein dazu, weil es ist einfach nur den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen, die überhaupt keinen Fernseher haben. Man will praktisch Geld für eine Leistung, die man gar nicht bezogen hat, und das ist meiner Meinung nach illegal. Und ich werde mir auch keinen Fernseher kaufen, mir wird auch nie ein Fernseher in die Bude kommen. Und ich sehe es auch nicht ein, mich da irgendwie vom Fernseher verarschen zu lassen rund um die Uhr. Also Leute, wie gesagt, werft eure Fernseher weg, macht was anderes. Aber quetscht euch nicht diesen Scheiß in die Birne, es ist besser für euch. Lasst euch nicht von diesem Elektroverräter hier verarschen. Mir kommt kein Elektroverräter ins Haus. Und ja, wie gesagt, gehabt euch wohl, meine Freunde. Und wir hören uns ein andermal wieder mit einem neuen Video. Bye.